Hey, hallo! Heute sind wir bei der Firma Marktkost in Potsdam. Hier wird täglich frisch gekocht, damit Angestellte in der Mittagspause durch gesundes Essen so richtig auftanken können. Richtig auftanken kann hier auch unsere Auszubildende Maja aus dem Berufsbildungswerk. Sie wird seit 1,5 Jahren hier verzahnt ausgebildet. Doch bevor ich lange schnacke, übergebe ich das Wort an die Geschäftsführerin vom Marktkost, Laura Maria Abasar. Laura Maria, was ist das Konzept von Marktkost? Was steckt dahinter? Wir bieten gesundes Mittagessen als Mitarbeiterbenefit an. Das heißt, wir helfen eigentlich kleinen Unternehmen dabei, sich attraktiver zu machen und das mit so etwas Tollem wie Mittagessen. Die Gerichte sind dabei ja, hochwertig, gesund und vor allen Dingen nachhaltig. Und gekocht wird das Ganze in Berlin, ist zentral, und hier in Potsdam ist unsere Schaltzentrale. Auf welchem Wege kam denn der Kontakt zwischen dem Oberlin-Haus und dir zustande? Auf einer Netzwerkveranstaltung hat jemand bei uns im Team die Ausbilderin kennengelernt und hat von den Praktikamöglichkeiten berichtet und von der Zusammenarbeit. Das fanden wir ganz spannend, aber ehrlich gesagt war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch noch und habe es dann mal im Team vorgestellt. Und das Team hat mich ehrlich gesagt überzeugt, das einfach mal, das Experiment einfach mal zu probieren. Und jetzt sind wir mega dankbar, dass ja, wir so eine tolle Praktikantin oder Auszubildende haben wie Maja und oder dass Maja Teil unseres Teams ist. Genau, und können uns das gar nicht mehr vorstellen ohne sie. Was ist das Besondere daran, Maja im eigenen Unternehmen zu beschäftigen und welche Fähigkeiten bringt sie in euer Team ein, die euren Arbeitsalltag erleichtern? Maja ist eine ruhigere Person, aber total gewissenhaft und detailgetreu und super zuverlässig. Das macht sie natürlich für Aufgaben mit einem hohen Detailgrad unabdingbar oder perfekt. Und das ist eine Superpower, die, glaube ich, gerade in der Buchhaltung ja total hilfreich ist. Was hat dir geholfen, dich beim Marktkost schnell wohlzufühlen und in deine Tätigkeiten reinzukommen? Also geholfen hat mir auf jeden Fall, dass das Team von Anfang an total freundlich war und die haben mir auch gleich gute Aufgaben gegeben, sage ich mal. Und ich wurde auch von meiner Chefin gut betreut. Würdest du es anderen Unternehmen empfehlen, ebenfalls Auszubildende aus einem Berufsbildungswerk wie dem unserem einzustellen? Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, mit dem Oberlin-Haus oder ähnlichen Konzepten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, jedem Team tut es total gut, wenn Diversität im Team ist. Ja. Und gerade auch bei uns als doch recht junges Unternehmen hilft es natürlich auch der Kostenfaktor. Ja. Also dieses Prinzip helfen gegen Leistung. Und es macht uns auch enorm Spaß, einfach Mayas krasses Wachstum oder Mayas krasse Entwicklung zu beobachten jeden Tag. Ja? Und da ist echt eine super steile Lernkurve. Würdest du den Weg der verzahnten Ausbildung anderen jungen Menschen auch empfehlen? Würde ich auf jeden Fall, weil ich habe leider nicht so gute Erfahrungen gemacht mit einer alten Ausbildung. Und jetzt mit dem Oberlin-Haus hat man halt Hilfe mit praktischen Erfahrungen und im besten Fall findet man halt seinen zukünftigen Arbeitsplatz, so wie das halt bei mir eigentlich jetzt auch schon im Gespräch war.